Sag mal, Lasse, warum hast du eine Grenze zwischen uns gezogen? Die Mauer muss weg! Ach so, ich kann rüberlaufen. Okay. Ja, das ist ja keine gute Mauer. So, wir kommen zurück zu Brothers. Ja, es sind 2 Wochen seit der letzten Aufnahme. Von wo sind wir gekommen? Von hier? Wir sind von hier gekommen, haben uns hier geklettert, hochgestiegen und haben gesagt, okay. Geht's hier weiter? Da unten sieht aus wie eine Sackgasse. Na, ich vermute aber, dass es noch hier weitergeht, weil hier was ist und hier links es nicht weitergeht, weil hier links nichts ist. Ist keine Oder glaubst du hier springen? Also ich kann nicht springen. Keine Schlucht, wo man sagt, da stürzt man jetzt in die Tiefe. Auch keine Musik, die spielt. Lass er mal das Tor aufschieben. Na, dann mach mal. Das kommt mir so bekannt vor, als ich kann wieder ich lehne. Ui. Muss ich auf die reiten? Besteigst du hier Viecher? Gibt's auf dem Arsch. Ich kann mit denen reiten. Ich auch. Achso, ich reite die Klippe hinunter. Achso, dann kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich Bergerzellen oder sowas ihn. Sind. Besteige ihn. Dass die dann wahrscheinlich für uns dort rüber springen können. So. Hey, Maya! Rein, du sollst dich warten, sonst ladet das ja wieder langsamer. Ja. Lade ist eigentlich falsch, eigentlich heißt es lädt. Wenn du mich überholst, dann. Ey. Ja, dann. Der besteigt dich von hinten. Das glaube ich nie. Glück auf, der Steiger kommt. Ja, genau, das dachte ich. Oh, über Kreuz gesprungen. Richtiger Kurs. Das tut immer so, als ob er das Spiel gar nicht kennt, aber eigentlich weiß der alles. Oh, jetzt geht's gar nicht zurück. Was ist hier los? Soll ich das nicht zurückgehen? Schade. So, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Wem auch immer hier mitten in der Wildnis die Viecher gehören. Ich wollte gerade sagen, ich warte mal, ich spring mal zurück und ich lasse beide abstürzen. Mal gucken, was dann passiert, wenn du auf der anderen Seite gestanden hättest. Oh, das wäre stimmt. Es gab noch keinen Checkpoint. Kann man sich noch irgendwie töten? Dann werden wir zurückgeladen. Das ist egal. Wahrscheinlich beim nächsten Mal. Wahrscheinlich hätte ich nicht zurückspringen können, wenn das einmal gewesen wäre. So, jetzt stopp. Hätte ich gerade gesagt, beim nächsten Mal. Oder hat er das automatisch gemacht? Dass sobald einer hochgeht, dazu. Bei mir ist es automatisch. Ich weiß nicht, ob es automatisch ist, wenn ich die Taste gedrückt habe. Hier geht's hoch, oder? Ja, wieder 2 Wege. Nein! Er springt automatisch, wenn ja, du springst. Okay. Woher wisst ihr denn, dass wir sie jetzt nicht mehr brauchen? Wir sagten, dass nicht um die nächste Ecke wieder so eine Sprungstelle kommt. Außerdem braucht ihr bestimmt Verpflegung. Oh, ein Flugzeug, jetzt geht's los. Falls wir uns wieder sterben lassen wollen, warten wir mal auf den nächsten Speicherpunkt, nicht wahr? Naja. War ein Gleiter, jetzt geht's ja los. Wer bist denn du? Hey! Dein Vater macht auch mit, ist ja krass. Wir lassen uns hier übelst feiern, unser Vater liegt im Sterben. Unsere Mutter hat schon hinter sich. Ja. Also was glaubst du, wer von uns beiden als nächstes abkratzt? Wenn Mutter und Vater schon prädestiniert sind zum Sterben? Guck mal, warte mal, mich erstmal um. Na, wahrscheinlich ich, ich bin älter. Statt rein statistisch gesehen sterbe ich zuerst. Geht's hier weiter? Na, wir müssen irgendwie da hoch, wir müssen irgendwo hier rüber balancieren, das heißt, aber ich kann hier nicht rüberspringen. Mal gucken. Ah, okay. Kann ich rüberspringen, wenn ich das nicht in der Hand halte? Ja. Also es ist ihm einfach nur zu schwer, mit dem Ding in der Hand zu springen. Warte mal, ich will mal hier drehen, bevor du das Ding noch hinter schießt. Aber es ist so eine Zweihandkurbel, also eigentlich müssten wir es beide machen. Ah, okay. Also muss das Zahnrad irgendwie da hoch. Naja, ja. Nicht, dass es wieder so ist wie bei den Schafen, dass ich bloß zu schwach bin dafür. Moment, ich komme zurück. Spring mal hier runter. Okay, geht nicht. Dann nehme ich den. Bewirkt ohne Zahnrad kann ich auf jeden Fall rüberspringen, das ist kein Problem. Maximal vielleicht, ob man es werfen kann, weißt du? Ja, dass wir uns bei. Oh! Ich guck, ob ich dir zuwerfen kann. Achso, ich kann es nur loslassen. Ja, ne, ich dachte ja, wenn ich dort dran stehe, mit ranlaufen, ob er dann vielleicht das Spring Ding rüber. Wirft automatisch. Ich habe mal Aktion, aber macht da nichts. Doch. Jawohl. Na, das tut doch, aber das Spiel nicht kennt ihr. Entweder das ist völlig offensichtlich für dich, das ganze Spiel. Na, die Rätsel sind jetzt echt nicht schwer. Also ich habe schon bei weitem. Na, laufe. Kann ich nicht. Also da muss ich dann drüber laufen, wahrscheinlich. Ja, oder ich denke, dass man wieder werfen muss, weil man nicht balancieren kann, während man das schwere. Ja, oder du. Ist das? Tatsächlich kommen die so weit. Ich wollte gerade sagen, ich auf der Hälfte fangen muss und dann weiterlaufen. Nee, das ist nicht, ich nicht, weil das ist einfach so offensichtlich, was man hier teilweise machen muss. Er will automatisch zu dem hier laufen, wenn ich Aktion drücke. Danke. Ist denn so? Also ich drehe im Uhrzeigersinn. So, ich hab einfach mal erstmal eine Richtung drücken. Ja, jetzt wird der wegrennen und das Ganze einstürzen. Meine Ehre, dir zu helfen. Wie geil, dass der Zahnräder im Überfluss hat. Hätten wir noch 5 Versuche gehabt, wahrscheinlich jetzt, waren das unendlich viele. Das wird wahrscheinlich auch ein vorgerendertes Ding sein. Ja, darum sind wir auch wieder beide angelaufen. Gekommen. Kann ich mich hier verstecken? Da! Wenn dann da läuft, laufen wir doch schon zuerst hier hoch, oder? Sehen wir, da wird es weitergehen, oder? Na, ich denke, es wird da weitergehen, wo er hinläuft. Darum sage ich ja immer in die andere Richtung zuerst laufen. Was willst du machen?
Also ich kann mit dem hier schon mal nicht viel machen. Mit dem Hebel. Und mit dem hier kann ich bloß das Windrad drehen. Ah, du kannst das schieben, weil du stark genug dafür bist. So, Regens. Guck mal, was passiert ist. Gehen wir erstmal runter, oder? GEMA? Böses Wort mit 4 Buchstaben. Jawohl. Lesebruder sind übelst gut und ich bin die letzte Pfeife. Das haben wir ja schon mal festgestellt, wo es darum ging, so nach Motto... Ich war bestimmt verlieren, oder? So nach Motto bei dem Harfe spielen, wo ich das Musik jetzt mal bedienen konnte und du hast da nichts hingekriegt. So ein Fliegen? Ja, es stand doch ein Gleiter dort vorhin, oder? Was müssen sah es noch ein Gleiter aus. Da. Kannst du irgendwas greifen von dem? Nee, ich hab probiert. Schriften für uns nicht. Ich bin kein Kleptomane in diesem Spiel. Ist aber auch ein ganz schön doofes Haus, wo der wohnt, oder? Wenn es regnet, wird er nass. Ist nicht wahr. Ist das gespeichert. Das heißt, wir können gleich wieder stürzen irgendwo. Oh, das ist... Das ist doch das Schloss, was uns als Ziel angezeigt wurde. Aber auf jeden Fall hat der... Nee, der Troll war dann schon nicht mehr da. Aber das haben wir gesehen von der einen Bank nach der Kirche, glaube ich. Okay, also nur ausguckt zum Angucken der... Und halt um zu zeigen, dass die Brücke bis dahin kaputt ist. Man muss den hinfliegen, sozusagen. Denke ich jetzt. Ich will auch mal. Ah, du kannst zoomen und ich kann sozusagen bewegen damit. Guck mal, ob du auch noch rein, die kannst du. Weil ich kann bewegen und du machst mit vor und zurück zoomen. Eine Foltervorrichtung? Warte mal. Das war eine Kerze, ein Stuhl. Da sind Krüge drin. Du denkst, das sind Krüge und ich höre mal Krüger. So, weiter geht's. Du glaubst, Quatsch, ich glaube an mich und du glaubst an Micha. Das ist Steigerungsform. Genau. So, jetzt fetzt, oder? Ja, will wieder nach rechts laufen. Come on! Die Frage ist, was mit dem anderen Hebel, aber irgendwas muss. Mit diesem Windrad? Ich habe keine Ahnung. Oder wir haben das hier vorgeschoben unterbewusst. Können wir lenken? Ich versuche zu lenken, ich kann nicht viel machen. Machen wir mal nach rechts, bitte. Nein, komm ich mit. Ich dachte, ich setz mich mal irgendwo ab. Ja, überholt. Du bist überholt mit deinen Spielstrategien. Also man kann natürlich auch hier abstürzen. Welch Zufall. Nein, ich will nicht. Ja, okay, schieb mir. Komm, gib dir einen Rock. Gib dir einen Rock. Mach mal nach rechts, bitte. Okay, also wenn wir beide nach rechts gehen, bringen wir nach rechts. Was denkst du, wo wir hinfliegen müssen? Zur Brücke, oder? Na, wahrscheinlich an diesem Felsen vorbei. Weil wenn wir jetzt... Genau, das werde ich provozieren. Wenn wir beide da rechts ranfliegen, wird es schlechter passieren. Okay. Also ich denke, wir umkreisen diesen Felsen und dann in einem weiten Bogen, dass wir auf dieser Brücke landen. Okay. Gib mir Anweisungen, du weißt, ich bin... Also ich hoffe... Action-Sequenzen der schlechteste Spieler der Welt. Das ist keine Action-Sequenz. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Ja. Das ist für mich meistens schwierig. Weil ich da wirklich schlecht bin. Und wer meint, dass schlecht ist, der hat mich noch nicht gesehen. Also ich möchte mal, wir bleiben jetzt erstmal neutral. Gerade, dann müssen wir an dem Ding vorbeikommen. Und dann hinter dem, würde ich sagen, liegen wir rechts. Die Höhe eigentlich verändern? Nee, die Höhe ist... Nö, ich werde nach oben. Habe ich nicht Spaß. Nicht, dass wir uns jetzt... Jetzt bitte nach rechts. Oh, es ist eine Felswand. Das heißt, wir können gar nicht um ihn herum. Ich habe mich jetzt ein bisschen gesehen. Und dann wahrscheinlich dort in diese Höhle rein. Kann ich mir vorstellen. Ui, ui, ui. Die Öffnung ist ja nicht groß genug. Wir schicken nach links, oder? Ja, oh Gott, rein. Der Wind hilft uns ja so ein bisschen aus. Wahrscheinlich rechtzeitig abspringen, bevor wir abstürzen, oder? Ich glaube nicht, dass wir abstürzen. Ich glaube, wir sollen das Ding schon noch eine Weile fliegen. Ich sag halt nur in die Höhle rein. Die freuen sich, wir sitzen hier und schwitzen. Rechts an dem Ding vorbei oder mit links neigen? Und rechts vorbei, oder? Keine Ahnung, wo wir hin müssen. Mach hier mal. Was wir da gerade machen? Ich häng beim Ohr. Was? Na, das waren die Fledermäuse. Ey. Und jetzt auf die Brücke. Also quasi so wollte ich fliegen, nur ich dachte halt, dass wir schon eher rum. Das scheint gerade zu sein, oder? Nö, wir können immer noch lenken. Also ich schlag mal nochmal nach links. Oder willst du hier drauf landen? Ich dachte, ich lande, oder? Weil ich dachte nicht, dass wir hier drauf landen können. Ich dachte, wir gehen da dran vorbei. Ach so, das ist natürlich doof. Müssen wir das alles nochmal machen? Bestimmt. Boah. Ich dachte, wir landen da drauf. Nee.
Weil es sah ein bisschen aus wie von oben grün. Nee, ich dachte da dran. Na, ja, aber das ist ja noch einzeln, das ist ja nicht mit der Brücke verbunden gewesen. Die Fledermäusen hätten ausweichen müssen. Nein. Das soll ja die Dramatik sein, dass du mitten im Flug deinen Ding kaputt fährst. Das ist schon ein gewollter Stil. Nach links oder links? Du hast. Nochmal machen. War ja nie so schwer. Nochmal quasi einstellen, dass du das machst. Beiden hin, wenn das besser klappt. Beiden? Was geht's da los? Kannst du auch eine steuern mit deinem Typen. Dann lass ich einfach mal los. Epische Zwei-Hand-Skills werden dann ist das ein Brother, A Tale of Two Sons, dann ist das Solo, A Tale of One Son. And Two Hands. Weißt du, was die beiden jetzt mal machen könnten? Los, was? If you're happy and you know it, clap your hands. Manchmal könnte man denken, diese fiktive Sprache, die es hier gibt, die hat doch Ähnlichkeiten zu dem, was... Einfach daran, dass jede Silbe wahrscheinlich schon in unserer Sprache eine Bedeutung hat. Egal, oder in irgendeiner Sprache auf jeden Fall. Du kannst ja kaum noch Silben ausdenken, die einfach. Ja, nein, du müsstest sowas C, R, Y. Ne, das wäre quasi. Links oder rechts nach vorbeifliegen? Wenn wir gerade rechts sind, bleiben wir rechts lang. Das ist so hier auch. Da drüben könnten wir eventuell. Ne, wir verlieren ja jedes Mal an Höhe, wenn das Ding abbricht. Aber ich denke halt an dem Ding vorbei und dann reincrashen in diesen zweiten Felsen. Irgendwie an dem hoch. Denke ich. Weil ich glaube, auf dieser. Mach mal nach links. Ich glaube, auf dieser Plattform können wir nie landen. Doch, okay. Dann landen wir doch auf dieser Plattform. Wir haben es geschafft. Game ist bitte speichern. Na, das Ding steht ja irgendwo mitten in der Pampa. Wie kommen wir jetzt wieder runter? Das ist jetzt nicht unser Problem. Da, wir hängen ab einfach. Ich sehe uns am Boden. Durch Zufall sehe ich schon eine Wand, wo wir hochklettern können. Was für ein Zufall. Kommt bestimmt ein Plot-Twist, das kommt, es gibt noch irgendein Geschwister, das ist nicht A Tale of Two Sons, sondern A Tale of Two Sons and One Sister, and One Daughter. Oder von der anderen Seite der Insel liegt auch ein Vater im Sterben und dort kommt auch ein Geschwisterpaar und sucht nach demselben Ding, aber es gibt es nur einmal. Oder wir haben gar nicht dieselben Eltern. Und das ist dann quasi ein Wettrennen. Mal gucken, mal, bevor wir da hochklären, was hier passiert, das hat gerade gespeichert, das hier sollen wir jetzt hier gut mit Geronimo machen. Also entweder wir finden unterwegs Planen, um das Ding zu reparieren, oder es gibt einen anderen Ausweg. Wie auch immer der aussehen soll. Oder dort wartet der. Willst du vorklettern oder soll ich vorklettern? Dann hier oben. Weil wir springen ja dann jetzt hier links an den Vollzug. Soll ich vorklettern? Ich habe zum Beispiel mehr Kraft, als irgendwas kommt. Das, wo wir. Na, dann frage ich dich, ob wer will. Sie da springen, oder? Na, dann machen wir weiter. Wenn ich loslasse, ich wollte mich anhören. Du hast gesagt, mache weiter. Also dachte ich, gut, na, dann springe ich nach links. Du wirst klettern und ich lass mich einfach unten hängen. Wie, ich werde klettern? Du wirst klettern und ich lass mich hängen und du ziehst mich mit. Das heißt, du musst. Das habe ich ja gerade eben probiert, ging ja nicht. Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich? Ich weiß nicht, warum ich dich nie getroffen habe. Die Uni. Muss ich jetzt hier rüber? Nee, du bleibst bitte unter mir, sodass wenn ich nach links springe, du dann nach oben springst. Das reicht ja nicht ewig weit. Ready? Ja, achso. Also auf drei sozusagen. Eins, zwei, drei. Was? Das war das letzte. Oder muss ich rechts, du links sein und dann springen wir immer gleichzeitig nach links weiter. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht. Dann springen wir gleichzeitig jetzt hier nach oben. Eins, zwei, drei. Achso, ich muss immer drücken. Ich lasse mal los, ja. Und so, eins, nach zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Nö, da wollte ich hier rüber springen. Entweder warte mal, ja, ich gehe mal runter. Probieren wir es mal so rum, vielleicht muss das ja so rum sein. Weil dass ich vorne sein muss? Ich weiß ja nicht warum, aber... Eins, zwei, drei. Nö. Das ist vielleicht nacheinander. Aber so weit reicht das eigentlich. Warte mal, ich guck mal, ob ich an dieselbe Decke komme. Und wenn wir gleichzeitig drücken, vielleicht springst du automatisch weiter, ich weiß es nicht. Ich glaube mir, dass du nach oben jetzt ranspringen kannst. Okay. Dann bleib hängen, ich gucke, ob ich weit komme. Nö, da will ich springen. Ich dich mal, warte mal, vielleicht kann ich dich ziehen. Vielleicht musst du dich einfach hängen lassen und ich springe. Ich lass mich hängen. Ah, okay, nein, bleib hängen. Aber siehst du dich hängen, haben wir's rausgefunden. Ich denke mal, so wird es besser sein. Ah. So, und jetzt lässt du dich schwingen. Also lasse los, schwinge mit dem Stick hin und her, bis du den anderen erreichst und dann hältst du dich daran fest. Muss ich da Tasten drücken? Achso, Reaktionstasten muss ich drücken. Na, dann halt schwingen. Ich habe nur den analogen Stick gedrückt.
Ist das hier schlecht, wenn ich hier so sage? Nein! Ja, ich wollte einen Tod provozieren, natürlich. Ja, lieber nicht. Weil, als du das sagtest, habe ich mir gesagt, Moment mal, wir sind noch nicht gestorben an dieser aber, Klippe. Wir sind hier oben extra angekommen. So. Wir sind noch nicht an dieser Klippe gestorben. Hier fallen wir einfach runter. Ja, natürlich, so wie fast jeder andere Tod in diesem Spiel auch. Wir werden jetzt hier schon unbewusst sterben. Noch. Ja, dann hüpfe. Hoch, und denkst du, wir kommen hoch? Nee, nach links, an den Holzbalken. So, ich muss hier schwingen lassen. Das ist ein richtiger Schwinger. Wie sieht es schon? Boah, wieso kommst denn du über den 180-Grad-Punkt hoch? Voll aus dem Hängen. Oh oh. Achso, ja, drüben zum Langkletter. Ja, du musst drüber schwingen, dort oben dran. Weil ich wollte gerade sagen, oh oh, da ist ein Baum im Weg. Das heißt, wenn wir angebunden sind, kommen wir dort nicht mal ran beide. Oder dran vorbei, was? Nee, das bist du besoffen. Du sollst dich da nicht festhalten. Ich raste aus. Deine Mutter war schon voll, dein Vater war voll und du bist der Fulling. Ja, ja. Das ist ja einfache Geometrie. Wenn ich weiß, ich bin jetzt am gespanntesten Seilpunkt im Abstand zu dir und der ist am weitesten weg, weiß ich ja, dass ich damit dann hinkomme. Das Spiel speichere jetzt, ne? Da! Das heißt, jetzt können wir nochmal runterklettern und runterspringen. Ja, kann ich auch gerne. Will die Galerie nochmal sterben? Alter! Ich will hier lang. Ja, ich will da lang. Wer sagt, dass ich dir beugen muss, hä? Bist du hier an der Seite durch? Nee, da wird es hochklettern sein. Aber man kann ja trotzdem nochmal hier gucken, ob man runterspringen kann. Jetzt schubse ich dich hier runter. Bam! Doch nicht. Ich habe auch noch keine Bank mehr wieder gesehen zum Hinsetzen und die Bewegung angucken. Aber ich vermute mal, es war das Fernglas. Ich ziehe vorbei und ich ziehe vorbei. Ah, schade, er kann nicht hochspringen. Ich wollte mal auf dir drauf landen, aber das geht nicht. Nee, ich wollte passiert gucken. Ja nicht, die können ja ineinander fliegen. Ich wollte nämlich gucken, ob ich mit hochspringen vielleicht schneller nach oben komme. Aber es sieht doch prädestiniert nach. Jetzt kann man springen aus. Hier kann man es auch. Okay, man kann da nicht weiter springen. Oder? Versuch mal hochzuschwingen, oder? Ja, ich versuche, dass er sich wieder daran festhält. Ja, achso, so hochspringen, ja. Du kannst den Schwung nehmen, aber dann musst du, mit dem, du musst das Ding hochklettern. Ja, er lässt, hält sich aber nicht mehr an dem Ding fest. Das ist El Grande Scheiße. Immer mit fähigen Mitspielern spielen auf diesem Kanal. Kannst gerne alleine weiter. Der eine schläft nur 2 Stunden vor der Aufnahme, der andere kann nicht. Der dritte ist der beste Mann der Welt. Und was bist du? Ich gehe eins davon aus. Weil offensichtlich ist ja das Publikum der beste Mann der Welt. Ich kann voller Stolz behaupten, ich habe das schlechteste Publikum der Welt. Was? Ich habe nämlich kein Publikum. So, schwing dich rüber. Nein. Auch hier. Nein! Das war keine Leistung. Hast du selbst mitbekommen, oder? Wie hast du losgelassen? Wolltest du rüberspringen, oder was? Ist noch nie. So, wie ich mir gedacht habe. Wahrscheinlich nicht. Also manchmal denke so ich, denk ich einfach nicht beim ja, Spiel. Das habe ich schon mitbekommen, oft genug. Oft genug habe ich das schon mitbekommen. Der ist jetzt schon so oft runtergefallen und gestorben, der große Bruder. Was denn? Was? Na, kleiner Bruder, hältst du nicht, verträgst du nicht so viel Tiefe. Man muss sagen, je so viel Tiefe, wie manchmal fallen, das Spiel ist ganz schön tief gar nicht. Ja? Ein ziemlich tiefgründiges Spiel. Wir haben hier Abgründe gesehen, Leute. Wann träumt ihr nachts? Ich hoffe nicht. Man muss aber gerade sagen, man muss sich dann gewöhnen, die Aktionstaste gedrückt zu halten. Aber eigentlich hat das Spiel uns ja mittlerweile dazu angewiesen. Ja. Jedes Mal, wenn mein Miner nachgreift, denke ich gleich, dass er ab. Warum bist du der starke Bruder? Du kennst dich besser festhalten als ich. Großer Bruder, du bist niemals da. So, soll ich? Ja. Großer Bruder. Tut gern ein Heben. Großer Bruder ist ein Superstar. Großer Bruder springt oft daneben. Hältst du fest? Mhm. Dann schwing ich jetzt nicht. Schaffst du das eigentlich nicht mit einem Mal, weil du schwerer bist? Aber eigentlich ist das ja egal, weil der Startpunkt zum Endpunkt hin ist ja physikalisch die gleiche Höhe. Das ist, weil ich meistens zu spät drücke, denke ich mal.
Also muss ich auch, falls das mit Ding hier vom Kopf fällt, ne? Da drückt man einen los. Spielspeichere. Können wir zurücklaufen? Ne, da kommt ihr über diesen Rubble nicht rüber. Bin ich mal nicht. Zumindest nicht. Bin ich auch nicht. Also an der Stelle machen wir mal Schluss. Was? Zum nächsten Mal gucken wir mal, was uns dort in dem Schloss erwartet. Oder im nächsten Teilbereich des Außenschlosses. Haben wir ja schon gesehen. Eine Kerze und Krüge und eine Foltervorrichtung. Da werde ich meinen kleinen Bruder foltern beim nächsten Mal. Nein. Freut euch drauf. Nein.